Na gut, YouTubis, eine Aufnahme machen noch. Hallo, YouTubis, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Graveyard Keeper. Können wir mal Zwiebelringe machen für den? Ich mach die ganze Zeit da unten für den Teig drauf, ne? Zwiebelringe, da noch was, irgendwas. Können wir alles verkaufen, braucht kein Mensch. Haben es schon mal untersucht, wahrscheinlich nicht. Können wir sowieso nichts futtern, oh Gott. So, das Brett haben wir ja auch, dann können wir das mal machen gehen. Fuß in den fällt mir gerade auf. Wir haben da keine Kisten. Sehr schön. Dann mach du noch mal Feierabend für den Moment. Ich will keine Samen. Lasst mich in Ruhe. Das glaube ich. Gott im Himmel. Zwiebelsamen nehmen wir mit, das können wir immer mit. Karotten, Rüben, das ist nämlich 24 Mai. Kann ich dem eigentlich die Zwiebeln verkaufen im Laden? Wenn ihr schon so viele Zwiebeln anbietet? Ich meine, das wäre ja relativ naheliegend, oder? Da haben wir den Salat. Es wäre naheliegend. Das an sich ist schon ein Problem. So, jetzt kann er da, ist mir egal. Der komische Priester ist übrigens bis in die Nacht rein hier. Finde ich beeindruckt. Klapp, klapp, Errungenschaft freigeschalten. Sich 80 Bömmel nur, du mich auch. Dann gehen wir noch schnell handeln. Denn der arbeitet ja dann Stop. Und wenn wir damit fertig sind. Oh, ich sollte gleich mal kurz hier reingucken. Ist morgen. Morgen, 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 morgen. Morgen. Alles da. Ah, das kaufst du mir. Wo ist das doch? Schön. Rest, nee, finde ich weniger schön, aber gut. Das war etwas schnell gedrückt gerade, aber gut. Sieht jetzt tatsächlich gerade der Honig aus? Habe ich das wirklich geschafft? Wahnsinn. Kaufen vorne, Dingsbums fertig. Holz weg. Die anderen Dinger brauche ich jetzt auch alle nehmen. Nehmt's mir übel, gut habe ich es, aber auch wenn es einigen jetzt in der Seele wehtun wird, bezweifle ich, dass wir die alle brauchen. Dann. Und deshalb bleibt nichts anderes mehr übrig. Als mal gnadenlos durchzugreifen. So, weiter jetzt. Miss Anmut. Wusste was, will was, irgendwas, ich weiß es nicht. Zum Astrologen bringt ja noch nichts. Jo, wen haben wir hier auf Vorrat? Nichts. Und du? Der andere war der Kollege, mit dem wir nichts anfangen können. Okay. Oder noch nicht. Blub, 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 blub. Das war grundsätzlich. Wenn dann noch das Fleisch, mal schauen. 1390. Also besseres Gehirn als das sollten wir in jedem Fall haben. Bessere Innereien in jedem Fall. So. Schauen wir mal. Was mag ich haben? Pimp my course. Ist auf jeden Fall schon zu schwach. Ich eigentlich nie gute Innereien. Ist doch zum Kotzen. Ich mache aus dem Ronson mit mir egal. Nicht, dass ich noch welche bräuchte. Ich habe ja offensichtlich schon mehr als genug. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Kann der Kollege da hinten dann verarbeiten? Der die nächsten 140 Jahre noch zu tun hat. Mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung mit was, aber... Keller wollte ich doch so rum. Danke für die Torte. Warum können wir hier eigentlich nichts aus Zwiebeln herstellen? Würde mich mal interessieren. Finde ich ziemlich egoistisch. Warte mal, haben wir überhaupt noch?
du hier? Dankeschön. Miss Anmut, was weißt du? Die Mühle ist repariert, das können wir da jetzt machen. Auf zum, ihr wisst schon. Haha. Ihr dachtet, ich vergesse das. Nix da. Schönes Salz da, können Sauerkraut mitmachen. Brauchen wir genauso wenig. Burger kann ich die Uni verkaufen, auch das hier. Und Mädel möchte ich, weiß nicht, mal schauen. Das kommt auf jeden Fall verkaufen. So, und jetzt. Ein toten Pferd. Achso, ich muss mal die Maus vielleicht mal aus dem Bild rausnehmen hier, danke. Na, ich doch nicht gleich aus dem Spiel rausnehmen. Handeln. Kaufen. Handeln. Kaufen. Ciao. Wiedersehen. Baby, baby, baby. Ich habe ein paar Fragen an dich. Keine Frage. Dann gehen wir noch schnell mal mit Alisa. Auf zum Bitch-Konzert. Was zum Geier? Da hat sich jemand in mein Mikrofon reingeschlichen. So, mein Freund, die Mühle ist fertig, was sagst du? Du hast sie repariert. Du kannst ja den Weizen umsonst malen, wenn du willst. Ich hoffe, das hilft mir dabei, dir Laubsfilis dazu. Ja gut, dann werde ich dir dann nachher mal... Ich kann immer bloß 10 bringen, ne? Auch in die Welt. Kann ja selber machen, ganz ehrlich. Ah, nee. Wieso kann ich mich zur Burgfeste teleportieren? Weil ich sie gesehen habe, okay. Zur Stadt dürfen wir nicht, die existiert hier nicht. Haha! Ich habe gehört, die Mühle wurde repariert. Das gehört fürs Geschäft. Der Lisa will wirklich gehen. Ich kann meiner Tochter keinen Wunsch abschlagen. Arschloch! Ich will das Beste für sie. Er hat es klar erlauben dürfen! Also darf sie gehen. Was ist für ein netter Kerl. Ja, du mich auch, du. Krieg ich von dir noch was als Belohnung? Muss man sagen. Ja, ja. Dann halt nicht. Ich bin doch hier einer bekloppt als der andere. So, wie sieht's aus? Guck mal hier, haben Erlaubnis. Ist das nicht schön? Sie kann mit dir zum Konzert. Wunderbar, jetzt müssen wir noch ein wenig älter machen. 2 Jahre alt, das sollte also... Ja genau, weil sie noch unter will. Das sieht schlampig aus, das kann man deutlich sehen, dass da jemand die Zahl verändert hat. Jetzt muss noch ein adliger Papier unterschreiben, aber ich will nicht einfach irgendwen fangen. Gott, ich halte es nicht aus. Ein falsches Gerücht könnte das Ende meiner Karriere und meines guten Rufs blenden. Vielleicht küsst ihr ein Aristokratensekretär. Klingt ziemlich illegal. Das sagt der Richtige. Ich wette, du machst ständig irgendwelche verbotene Sachen auf dem Friedhof. Was soll ich denn Illegales auf dem Friedhof machen? Außerdem werde ich auch angemessen bei dir bedanken, Süße. So, so. Zweckhalte ich die Mittel. Ich bin Aristokrat. Muss ich die Papiere dabei haben? Ja, muss ich. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Gott sei Dank haben wir ein paar davon auf Vorrat. Eins reicht mir lange. Kathedrale, sieht alles so schön aus und so marmorig hier. Geh weg. Lass mich raus. Das ist eigentlich kein Marmor. Ja, leck mich. Ich bin ja schon weg. Mach nicht so einen Stress hier. Aber nicht Giefentruhe. So, wie sieht's hier aus? Die meisten haben wir drauf gemacht. Dann machen wir. Geht's. Das ist anstrengend. Hier, nimm das. Friss und stirb. Ich kann sie unterschreiben. Also bist du jetzt adlig? Richtig. Egal. Ich dachte, du wärst größer. Und hübsch hat es dich auch nicht gemacht. Du bist mein einziger Freund. Kannst du mir noch einmal helfen? Was denn jetzt? Ich suche verzweifelt nach einem neuen Lied. Ich wollte eigentlich nur die Klassiker singen. Aber man hat mir gesagt, ich soll etwas Neues vorführen. Ich kann den Text schreiben, aber ich bin kein Dichter. Hilf mir bitte, mein Leben hängt davon ab. Ich kenne vielleicht einen Poeten, der dir ein Lied schreibt. Nein. Nein. Franz braucht ein Lied. Du hast eine einmalige Chance. Sie braucht ein Liebeslied, aber wir können das schreiben. Oh, ich bin ja aufgeregt. Aber was ist, wenn ich ein schlechtes Lied schreibe? Irgendwas! Du bist schlau und taliert, Mann. Schreib einfach über deine Gefühle. Nein, das kann ich nicht. Ich brauche zusätzliche Inspiration.
In der Universität haben die anderen Studenten davon gesprochen, dass eine Fliegenpilzinfusion die Tore der Inspiration aufspringt. Diese Infusion muss mit sehr starkem Alkohol gefertigt werden. Im Ernst? Diese Typen machen mich hier alle? Ich drehe nur durch. Ganz hoch und heilig. Ich werde hier durchdrehen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich den Verstand verliere, wenn das weitergeht. Wo können wir jetzt die scheiß Papiere hier reinklopfen? Weg damit, Dankeschön. Ich muss jetzt so lang. Ich habe doch gerade einen roten... Wieso kriege ich den nicht mehr? Weil irgendwas hier den roten wecken, ne? Dann entfernen wir den Schädel. Und jetzt können wir auch den roten Schädel wegmachen. Sag mal. Wieso hab ich die... Verstehe ich nicht. Machen, was ich will. Ich krieg das Ding hier höher geschädelt. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber... Bitte, macht. Egal. Schädel behalte ich alle. Aber noch ein paar. Ich habe immer noch hier den letzten Perk. Apropos, sollten wir euch mal gucken. Nee, nichts zum Freischalten, gar nichts. Irgendwas in der Kochkunstfeld ist noch. Gut. Wo genau kann ich jetzt eigentlich Infusionen herstellen? Muss ich dafür vielleicht zur Hexe? Bestimmt, oder? Kurze Frage. Ist da Gewürz im Halter, oder? Nee, Gott. Kurz sagen. Dunkles Elixier. Weiß keiner mit Wurm, aber. Dann mal schnell mal Kerzen nehmen. Falls können. Und nur deshalb. Weg, genau. Geschichte weg. Auch kein Mensch hier. Gewürze brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr wofür. Habe ich nur einmal gebraucht in der ganzen Zeit, glaube ich. Lebenspuder später. Der da stellt auch wieder ganz leicht. Noch irgendwas, das weg muss. Weg damit. Kann ich offensichtlich nicht verkaufen. Kämpfen wir jetzt auch nicht, weiter geht's. Infusion. Muss ich ohne Hexe jetzt wieder besuchen, meine Art. So, kann ich jetzt den draufhauen? Kann ich, danke. Ein paar Beeren einsammeln und sich fragen, wo wir die Infusion herkriegen. Wahrscheinlich werde ich gleich verzweifeln. Ich gucke danach. Ist sowas von anstrengend. Ich meine, klar, das macht den Spaß, das rauszufinden, aber wenn man irgendwann mal so systematisch weiterkommen will. Ich kann mir schön was vorstellen, sagen wir es mal so. So. Astrologen müssen wir noch, geht klar. Gold ist lecker, klar. Na, dann sind wir gleich am Ende. Guck mal her, hier. Hier nicht. Hier auch nicht.
Da drüben. Aha. Ich brauche 3 Fliegenpilze. Für eine Infusion, deren höheren Wert wir nicht kennen. Und bevor ich jetzt im Keller suche, wo die Dinger sind. Gehen wir in den Sumpf, da gibt es mit Sicherheit welche. Früher waren hier mal irgendwelche Fledermäuse. Das war schön zu hell. Platz, ich hab's eigentlich. Ich hab Vorrang, ich bin wichtig, bin ich. So. Dann hier zum Händler. Stellen wir ein bisschen was davon her. Haben wir irgendwas, mit dem wir handeln können? Bestimmt, wenn ich lange genug suche. Aha. Das Mate ist total wirklich alles durcheinander. Mein Interesse, das alles zu sortieren, ist aber gerade gleich null. Und euch fehlt offensichtlich Wasser. Ja, da. Bin klar. Ich kümmere mich darum. Ich bin Profi. Ernsthaft? Ich brauche den Buff. So. Viel Spaß. Und jetzt schlafen gehen. Bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.